aus aller Welt. Halt mal einen Likör oder auch einen genannten Bärenfang. Dazu habe ich jetzt Entdeckungswachs mit dem Honig da unten auch. Müssen wir noch ein bisschen das trockene Wachs auf die Seite machen und daran den guten Honig, wo da unten im Eimer noch ist. Jawohl. So, und das geben wir jetzt hier rein. Das Wachs-Honig-Gemisch sozusagen. Nichts läppern. Kann jetzt aber reinmachen. Das ist Entdeckungswachs. Das ist vom Sieb des Wachs. Lauter gute Sachen sozusagen, ne? Das geben wir jetzt hier rein. Die süße Speise sozusagen. Und machen uns ein köstliches Likörchen für Weihnachten. Ich zeige euch mehrere Varianten. Heute machen wir den für Weihnachten. Nächstes Mal machen wir mal für Sommerlikör. Vor allem Sommerlikör mit Holunder. Was ganz Feines, sage ich euch. So, warum das Entdeckungswachs? Weil da viel Honig drin ist. Weil da noch Spurenelemente drinnen sind. Weil hier Pollen drinnen sind. Weil Propolis drinnen ist. Und lauter gute Sachen drinnen sind einfach, ne? Und es wäre schade, das zu verkommen zu lassen. Gut, verkommen lasse ich sowieso nicht. Ich hätte es ja auch den Bienen geben können zum Sauberputzen. Aber diesmal will ich was für uns machen. Und zwar was Leckeres, ne? Wie gesagt, das in dem Wachs, da sind so viele tolle Sachen drinnen, was für unseren Organismus sehr gut sind. Nicht sparen. Wir haben genügend. Daran soll es nicht liegen. Das gibt tolles Rezept, Freunde. Mein Bärenfang. Likör. Der ist jetzt für Weihnachten. Und ich werde euch auch für den Sommer auch was zaubern. So, jetzt haben wir mal schon mal ein bisschen Entdeckungswachs drinnen. Würde ich noch ein bisschen reinkriegen, nicht leise machen. Mal schauen. Der Postman hat geklingelt. Mach mal Pause, dann komme ich gleich wieder dazu. So, weiter geht's. Ich habe jetzt hier gute 2 Kilo Entdeckungswachs drin. Ich hoffe, man sieht alles, was ich da mache. Jetzt kommt eine Flasche Doppelkorn rein. Schön hier drüber. Eine wird nicht reichen, oder? Nicht ganz. Da werden wir noch was brauchen. Aber wir haben ja genügend. Wir haben noch ein paar Flaschen da. So soll es nicht sein. Wir haben genügend da. So, machen wir den Rand ein bisschen sauber. Bevor ich jetzt weitermache, tue ich ja schon mal gescheit schütteln. Um uns ein bisschen Platz zu schaffen hier drin. So, wir haben wieder Platz, Freunde. Auch was zu mischen. So, Platz haben wir wieder. Jetzt geht's weiter. Wir geben noch ein bisschen Pollen dazu. Auch von meinen Bienen. Es gibt noch bessere Farbe. So. Dann kommen 2 Zimtstangen rein. Dann kommen
Sternanis. Das riecht wie so Uso oder Lakritze. Kommt so ein Sternchen rein, mehr nicht. Mehr nicht. Nelken habe ich hier. Soll ja weihnachtlich sein. Kommen auch ein paar rein. Natürlich alles immer nach Geschmack, ne? So. Dann Propolis. Gebe ich auch ein bisschen dazu. Das soll ja auch recht gesund werden. So. Wie viel dazu du gibst, überlasse ich dir. So, jetzt habe ich hier Vanille. Man kann auch Vanillestange reintun oder Paste. Darf jeder machen, wie er will. Ich gebe jetzt von da ein bisschen Vanillaroma dazu. Ja. Jetzt habe ich hier eine Orange, Bio-Qualität, habe ich sie gewaschen vorher, schön heiß abgewaschen, weil oft sind die auch die Bio-Dinger ein bisschen mit Wachs oder so eingewachsen. Ne? Die machen wir so klein und geben sie hier alles da rein ins Glas. Das gibt ein tolles Likörchen. Mit dem Platz wird es halt problematisch, so ich sehe. Immer der Platz. Aber das kriegen wir hin. So, da haben wir noch eine Bio-Zitrone. Die kommt natürlich auch rein. Schön rein damit. Es gibt Geschmack, den wir auch haben wollen. So, jetzt hätten wir das schon mal. Machen wir ein zweites Fläschchen auf. Und machen das schön voll. Bis auf 3 cm lassen wir Luft. Ein bisschen Propolis will ich noch rein machen. Ein bisschen Propolis kommt noch rein. Fast zu wenig. So. Das gibt Farbe, das gibt gesund. So, jetzt hole ich noch ein Löffelchen. So, Freunde, jetzt wird das Glas zugemacht und wird an einen kühlen Ort, dunkel, hingestellt. Und wir lassen das seine Arbeit machen. Ne? Für ein paar Wochen lassen wir das jetzt stehen und dann kann der Bärenfang oder Likör oder wie auch immer genießen werden. Ne? Ich lasse ihn jetzt hier im Glas, stelle ihn kühl, schüttel ab und zu. Das ist die erste Variante. Ne?
Und dann sehen wir uns in ein paar Wochen, wenn er durchgezogen hat.